düsen da mal hin. Das heißt, jetzt muss ich ja noch 40 Minuten spielen. Ich wollte eigentlich mal einen Cut machen. Die holen uns dort aus diesem... Da, wo es so... neblig ist. Von da holen die uns. Ich schaue mich jetzt hier nicht weiter um. Ich düse einfach mal darüber. Weil ich ja gar nicht wissen will, wo wir hier durchschwimmen, ehrlich gesagt. Wir haben keine Batterie dabei. Fuck it. Das ist eine Insel. Ja, das sah bloß so aus. So anders unter Wasser. Seht ihr das rechts? Das sieht aus. Als könnte man eine Insel sehen. Kann man auch. Das ist eine Insel. Geh mal auf. So weit war ich noch gar nicht, Leute. Ich wollte doch erst noch rumgucken. Und ich habe auch noch nicht alles gebaut. Detecting massive energy signature in the region. Cannot identify. Und unser Scanner ist nicht mehr ganz voll. Was ist das? Kann ich springen? Achso, wir schwimmen noch, deswegen kann ich nicht springen. So kann ich springen, alles klar. Los ab! Ah, unser Scanner ist ein Knollenbaum. Das kann ich nicht scannen. Nicht scannen. Okay, wo holen die uns ab? Da. Aber erst in 36 Minuten, das ist schon ein bisschen Zeit. Trau mich nicht. Wo bin ich? Nimm mal mit, klar. Okay, hast du dir angeguckt? Herzlichen Glückwunsch. Was ist denn das? Jetzt kommen die Typs jetzt gleich und ich hab mir das noch gar nicht. Hä? Ach so, doch. Ich hab mir das noch gar nicht dann alles angeguckt und ich muss mich jetzt beeilen und das gefällt mir gar nicht. Ich will mich nicht beeilen müssen. Scheiße. Oh. Ja. Wo ist denn hin? Tschüss.
Weil es ist dunkel. Wo sind wir hier? Die scheiß Viecher. Hau ab. Dreckvieh. Uha! Ey, die killen mich, die scheiß Mistviecher. Ich treffe die aber auch nicht. Tschüss. Ja, ja. Ich kann, wo ich hinlaufe. Keine Ahnung. Darf ich, glaube ich, wieder zurück. Kann ich das essen eigentlich? Tatsächlich. Dann gib mal noch ein paar. Hunger. Wo? Ah, das füllt auch Wasser auf. Das ist natürlich praktisch. Wir müssen durch die Höhle irgendwie noch ein bisschen rumgurken. 32 Minuten. Ich darf nur die Zeit nicht vergessen. Und durch hier außen rum? Oh, nur noch 18%. Scheißendreck. Rennen ist eine sehr gute Idee, Phoenixer. Eine sehr gute Idee. Was haben wir? Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Remember that materials you gather are the property of the All-Terra Corporation. Den hab ich gar nicht gesehen. You will be liable to reimburse the full market price. Your current bill stands at 3 million credits. Komm her! Du wolltest dich doch mit mir anlegen, du Arschgeige. So. Kann ich den jetzt noch scannen? Ich habe keinen Ionenwürfel. Was ist das hier? Das frisst zum Glück nicht so viel Platz. Ja.
Da ist wieder so ein Krabbelvieh. Okay. Man sieht halt gar nichts, wenn es dunkel ist, ne? Huch! Tschüss! Oha! Arschloch. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ach so, es ist gerade dunkel, deswegen. Wo holen die mich ab? Da unten. Gottes Willen. Das ist ja furchtbar hier. Nimm die mal mit. Da kommt wieder so ein Kerl. Das Problem ist, dass ich halt einfach auch nicht die Zeit habe, mich mit dem anzulegen. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Das ist das Ding, wo wir gerade waren, ne? Scheiße, Dreck. Ist irgendwo rechts rum. Boah, was ist los? Ne, hier geht's ja weiter runter. Das will ich ja nicht. An welcher Seite bin ich denn an das Ding rangekommen? Ich sehe halt nichts, ne? Es ist wirklich arschdunkel. Okay, wir haben noch 26 Minuten. Da drüben geht's Richtung Landeplatz. Da geht's auch hoch. Ja, es tut mir leid, dass ihr nicht viel seht, wenn ich renne. Aber hier ist echt eine Menge Lithium, ne? Wenn ich das nur so sagen darf. Okay. Komme ich hier wieder raus? Ich würde mich ja wirklich gern umschauen, ne? Aber erstmal ist. So. Dann sind hier überall diese Springviecher, die mir immer richtig auf den Zeiger gehen. Ja, 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 ja. So. Okay. Erstmal gleich. Wir gehen leider rein. In das Ding. Ach, hör doch auf. Jetzt mal nach hinten gucken. Da ist noch eine Höhle. Wollt sie mich verarschen? Puh. Ach, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich habe gar keine Lust, gegen die zu kämpfen, tatsächlich. So. Kann ich hier hoch? Kann ich. Hier ist also der Abholpunkt. Da ist so ein kleiner Beißer. Wir speichern mal ganz kurz. Okay.
24 Minuten noch, das ist natürlich noch ganz schön, ne? Was habe ich getan? Scans indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found in database. Performing structural analysis. Kann ich irgendwas scannen? Was ist das? Unknown language. Attempting translation. So, probier du mal. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Ach, die hätte ich mal scannen müssen. Ja. Die hätte ich mal scannen sollen. Mist. Den kann ich nicht scannen. Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Jo. Da unten ist noch einer. Den scannen wir erstmal schnell. Unknown language. Attempting translation. Schema der Vollstreckungsplattform. Scheißendreck, jetzt muss ich mich wirklich beeilen hier. Okay, das ist cool. Damit ich dann auch wieder rauskomme, bevor die Typsis kommen. Mal ganz kurz hier, hier ist nichts, toll. Da ist noch so ein Würfel. Wie geht's nach oben? Ach du Scheiße, das ist ein Labyrinth. 90 Minuten. Ich habe ein Problem. Was ist denn das? Hier kann ich aber nicht scannen. Was ist denn das? Kann ich das nicht scannen? Offensichtlich nicht.
Frage, die ich mir jetzt gerade stelle. Weltenvernichter? Ich muss, glaube ich, erstmal da raus. Wenn ich jetzt diese ganzen lilanen Platten abräume. Scans indicate the facility's control room lies beyond this doorway. Okay. Noch was? Nee. Oh, es leckt. Ist ja irgendwas. Ich beeile mich jetzt halt wirklich ganz, ganz sehr. Warum? Ganz einfach, weil ich glaube, dass wir das müssen. Scheißendreck. Hier ist nichts. Ich glaube, dass die Rettungsmission wird nicht so glimpflich ausgehen, aber ich habe die Hoffnung, dass wenn wir jetzt diese Scheiße hier. Kann ich nicht hier scannen? Oh. Control panel is broadcasting a message. Translation reads, warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Der Planet ist unter Quarantäne. Translating background broadcast, downloading summary to databank. Ja, downloade du mal. Der Planet steht unter Quarantäne. Wir haben keinen Zutritt, weil wir infiziert sind. Das muss kein Eingang sein. Kommen wir hier wieder hoch? Ja. Ich musste mich jetzt echt beeilen, es tut mir jetzt voll leid, aber Meise würde ich wahrscheinlich schon allein eine Stunde in diesem Gebäude herzubringen. Aber es ist auch nicht mal schlecht, ne? Wenn ich schon mal so ein bisschen durchhetze. Hier können wir auch nichts weiter machen. Hier geht's raus, ne? Da ging es doch irgendwo raus, oder? Scheißendreck, wo ging es denn hier raus? Es steht unter Quarantäne. Der Planet. Aber unsere Freunde kommen doch gleich uns holen. Mir schwant Übles. Und zwar richtig Übles. Da muss ich gleich mal was drauf essen, ne? Wie viel habe ich denn im Inventar voll? Achso. Essen, 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 essen. Oh! Ich habe mir ein Abo gemacht. Essen, essen, essen. Mir schwanen üble Gedanken. Und ich speichere noch mal schnell. Ach, wie cool. Kann ich das Ding nicht scannen können? Ich bin doofi. Ich guck bloß mal ganz kurz, was hier so ist. Ob hier irgendwas ist. Tschüss.
Da waren wir ja gerade drin. Da schreit was ganz laut. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal hin, wenn wir tiefer tauchen können und wenn wir vor allen Dingen ein bisschen geschützter sind, als wenn wir, als wie jetzt, sag ich mal. Weil jetzt sind wir ja doch sehr, sehr ungeschützt. Da ist ein kleiner Klubschi. Infizierte Person. Ich gucke mir das jetzt gleich mal an. Moment, wir haben ja noch 12 Minuten. Wir stellen uns hier mal auf den Berg. Und dann gucken wir mal kurz hier rein. Standorte der fremden Einrichtungen. Seuchenforschungseinrichtungen. Südwestlich der Verstreckungsplattform. Untersuchung lebender Exemplare. Synthese eines Gegenmittels für das hochinfektiöse Bakterium mit der Bezeichnung Kara. Hä? Du Luder! Der hat mich mitgenommen. Hier nicht gerade noch einer? Ich wollte das hier lesen. Kleinen Biester. Mann. Kara. Wärmekraftwerk. Du wachst hier ja nicht. Um die Ausbreitung der Infektionen außerhalb dieser Welt zu verhindern. Geistig wesentlich weiterentwickelt war als der gewöhnliche Mensch. Das Transportnetz. Wertvolle Energiequelle, okay. Es sollte möglich sein, genaue physikalische Kopie des Geräts bei Bedarf herzustellen. Mhm. Rettungskapsel 6. Ma'am, I need you to stay calm. We're not in immediate danger. Where are the rescue teams? The Aurora didn't make it. So, where are the rescue teams? They're dead, ma'am. We have rendezvous coordinates, but the routes are radiated. So, what are you going to do? I'm head of human resources, ma'am. This is not my expertise. But the PDA says if we can find some lead, we can make radiation suits. Out there! I am not setting foot outside this life pod without the proper protection. Don't worry. I'll go. Okay. Ich hoffe, euer Englisch ist gut genug. Ich habe es jetzt mal kurz weggemacht, weil ich immer Angst habe vor den Viechern. What are you doing? You were gone so long. I thought you drowned. Put the flare down. I was going to try and attract someone's attention. That's not a distress flare. Stop waving it around like that. You'll catch the fuel line. Okay. Trockenes Land in der Nähe. Moment. Self-scan complete. Bacterial infection in your system is progressing.
detecting skin irritation and immune system response. Further data required to identify bacterial strain. Was? Aber. Scheißendreck. Was? Oh, Wassergehalt. Nicht essbar, okay. Infizierte Personen können die Waffe nicht deaktivieren. Dieser Planet steht unter Quarantäne. Bedeutet das eigentlich, dass die jetzt alle gleich sterben werden, weil sie versuchen, mich zu retten? Sieben Minuten noch. Verrottend. Fremde Energiequelle. Diamant, Lithium. Also hier finden wir auf jeden Fall eine Menge Lithium. Lithium. Und Diamanten und so ein Spaß. Ich habe ein bisschen Angst davor, was jetzt passiert. Tatsächlich. Habe ich mich so beeilt. Und am Ende stehe ich hier und warte. Und gucke dem Mond zu. Was auch sehr schön ist. Ist doch der Mond, oder? Es ist das da. Nee, es ist irgendein Planet. Das hier ist irgendein Planet. Wir sind ja auf einem fremden Planeten. Was ist denn das da? Schläft er? Achso, nö. Jetzt fliegt er wieder los. Fünf Minuten noch. Ich überlege gerade, ob ich euch das rauscutte. Mal sehen.